Ich bin verwirrt hier bei den Ruf Online Stars. Sage ich eigentlich Henrik oder sage ich Udo? Wie du möchtest. Ah, verdammt, kann ich wie Henrik Udo sagen? Sag Henrik Udo. Du musst wahrscheinlich öfter damit, konfrontiert, dass ja. Die Leute sagen, ey, Udo Mörzer, finde ich super. Und dass diese Figur da im Raum steht. Also im Nachhinein bereue ich es fast, dass ich mich Udo genannt habe. Warum? Ist ein beschissener Name, oder? Das stimmt, findest aber das passt aber auch ein bisschen zu dem Typen. Ja, den ich dann darstelle. Ja, ja. Nur ich habe das Kostüm irgendwann mal vergessen und jetzt habe ich den Kacke. Wie oft erwischst du dich eigentlich, dass du zu Hause bist oder irgendwo unterwegs bist und der Udo in dir rauskommt? Eher selten. Echt? Eher selten, wirklich. Also wenn ich mit meinen Eltern unterwegs bin oder mit meinem Opa, der so spricht, dann kommt es schon mal raus. Aber ich versuche das immer zu vermeiden, auch privat. So. Irgendwann geht es einem selber auf den Keks. Ich finde es ja ganz, ganz spannend, dass du diese Figur im Prinzip erfunden hast mit deinem Kanal und damit sehr erfolgreich bist, weil damit quasi für mich zumindest, das ist neu gewesen, der erste Comedian auf einer gewissen Art und Weise, beziehungsweise der erste Comedian, der eine Figur etabliert, die komplett auf YouTube erstmal etabliert wird und sicherlich irgendwann auch den Weg weitergehen wird, da bin ich mir sehr, sehr sicher, aber das war Neuland. Absolut. Also es ist ja sowieso im YouTube-Business sehr, sehr schwierig durchzustarten. Ja. Deswegen habe ich mir von Anfang an gedacht, ich brauche irgendwas, was vorher noch keiner gemacht hat. Und letztendlich bin ich ja mit Facebook angefangen und auch auf Facebook gewachsen. YouTube ist ja im Prinzip nur nebenbei und Facebook ist so ist im Prinzip das Hauptgeschäft von mir. Genau. Aber weil du gesagt hast, du hast jetzt überlegt, es war schon also ein sehr gezielter Weg. Also es war also du hast nicht angefangen aus dem Joke heraus. Ich meine, du bist noch relativ jung. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass vieles da aus dem Joke heraus entsteht und drei Tage später macht man es wieder zu. Ja, also was heißt letztendlich ein Joke? Es ist ja so entstanden, dass mich ein Kumpel einfach heimlich gefilmt hat und die Scheiße dann online gestellt hat und dann hatte ich die Kacke am Dampfen. Jetzt echt? Ja. Und also was hat der da heimlich gefilmt? Was war da zu sehen? Das war das allererste Video, was ich gemacht habe. Da hat er so heimlich unter den Küchentisch gefilmt. Da habe ich den Udo quasi gemacht. Und hatte das Video auf seine private Seite hochgeladen und das hatte dann irgendwie innerhalb von 2 Tagen über 500 Likes. Super. Was auf einer privaten Seite ja sowieso schon sehr, sehr viel ist. Und dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt hast du die Kacke am Dampfen, jetzt musst du es durchziehen. Gibt es eigentlich Rollen? Ich meine, irgendwann muss es doch einen zweiten und einen dritten Charakter geben, den du annimmst, oder? Oder bist du sehr, sehr glücklich mit dem Udo und da ist kein Horst noch im Koffer? Also letztendlich, was mir noch so einen Push gegeben hat auf Facebook, war ja diese K1-Geschichte, wo ich K1 imitiert habe. Und hat er sich eigentlich jemals gemeldet? Er selber nicht direkt, aber seine Freunde, der Manuel Schaar, der hat sich zum Beispiel bei mir gemeldet und auch so ein paar Freunde auf seinen Umkreis, die haben mir dann geschrieben, ja. Ich stelle mir das sehr, sehr witzig vor, man wacht früh morgens auf, öffnet Facebook und hat eine Nachricht von den Freunden von K1. Die erste Nachricht, die ich bekommen habe, war tatsächlich von Manuel Schaar. Wo ich auch sehr überrascht war, dass er mir selber nicht geschrieben hat. Er hatte wahrscheinlich irgendwie Bedenken, dass ich dann die Nachricht irgendwie poste. Aber er hat nie verstanden, dass ich ihn nicht beleidige oder so, sondern ich habe ihn echt einfach nur imitiert. Ja, das ist, ich glaube, es ist auch. Es gibt solche Prominente und solche Leute, die damit umgehen können. Ja, und gut. Leute, die, glaube ich, sehr, sehr schnell, sehr persönlich sich angegriffen fühlen. Ja, aber ich glaube, wenn man Person des öffentlichen Lebens ist, dann sollte man damit umgehen können. Absolut, pflichte ich dir bei. Ja. Also keine weitere Rolle in petto erstmal. Erstmal nicht, aber ich glaube schon, dass da irgendwann nochmal was kommt, denn wenn du nur dieselbe Schiene fährst, dann geht es irgendwann den Bach runter. Deswegen, man muss ein bisschen Mainstream gehen. Es gibt ja sicherlich auch Stories, die man nicht erzählen kann als Udo Bernstorff. Ja. Da lachst du gerade, da lachst du verschmitzt. Was wäre das zum Beispiel? Ja, das kann ich als Udo nicht erzählen. Also als Udo, wenn ich als Udo rede, dann rege ich mich ja im Prinzip über die Jugend auf. Ich könnte jetzt nicht aus Sicht der Jugend sprechen, ja, als stimmt. Udo. Das wird nicht klappen. Die Frage, die man ja heutzutage im Oktober 2015 jeden stellen muss, der YouTube-Videos macht: Wann kommt dein erster Film? So bald wie möglich. Als Udo habe ich schon ein paar Heimatfilme gedreht. Aber jetzt so ein Kinofilm, so ein Kartoffelsalat 3? Der Film war ja scheiße, deswegen glaube ich nicht, dass da was von mir kommt. Wir lernen also, es gibt niemanden neben Udo. Nein. Udo nein. Gehört dein ganzes Herz. Absolut. Und auf jeden Fall ist es ein Weg, über YouTube einen Comedian zu etablieren. Ich bin jawohl. Trotzdem ehrlich gesagt gespannt, weil man dich mal auf einem anderen Medium sehen wird. Also neben Facebook, YouTube, also. Ja, da bin ich ja bei euch auf dem besten Wege, oder? Komm vorbei. Ich komme vorbei, so, gerne. Wir haben ein Date. Udo Bernstorff hier bei den Ruf Online Stars.